Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Brettspieltestern und mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben das Spiel Pearls aufgebaut und ausprobiert und ausprobiert und aufgebaut. Und zwar versuchen wir als Perlentaucher im Prinzip teure, wertvolle Perlen zu sammeln und vielleicht daraus dann tolle Halsketten zu machen. Aber wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Pearls ist ein Spiel für 2 bis 6 Spieler ab 6 Jahre. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 15 Minuten angegeben. Ist erschienen bei Abacus Spiele. Die Autoren sind Christian Fiore und Knut Happel. Und wir haben das Spiel bei einem örtlichen Händler in Kiel für 7,99 € gekauft. Und wie man hier schon sieht, es ist ein reines Kartenspiel. Wir haben hier zum einen Halskettenkarten in verschiedenen Wertigkeiten und dann gibt es noch Perlenkarten. Bei den Perlenkarten ist es im Spiel zu zweit so, dass zunächst einmal die 24 gelben Einerkarten und die 16 grünen Zweierkarten, die werden aussortiert. Die werden im Spiel zu zweit nicht benötigt. Wenn man zu dritt spielt, sortiert man die 20 roten Einerkarten aus. Im Spiel für 4 bis 6 Spieler kommen dann alle Perlenkarten ins Spiel. Diese Nullerkarten, das sind Jokerkarten. Ansonsten gibt es Perlenkarten in der Wertigkeit von 1, 2, 3 und 5. Es gibt witzigerweise keine 4, warum auch immer. Und je höher die Wertigkeit der Karte ist, umso weniger ist sie auch vertreten im Spiel. Also Einerkarten sind zum Beispiel die rote, 1 ist 20 mal vertreten, diese 5, diese rosane, ist aber zum Beispiel nur 4 mal vertreten. Oder diese 3 ist zum Beispiel nur 8 mal vertreten. Das kann man aber auch immer sehen, da steht immer zwischen den Zahlen etwas kleiner gedruckt, wie viel es von den Karten jeweils gibt. Bei den Jokern ist es so, es gibt 16. Also man weiß immer, wie viel es insgesamt zumindest im Spiel gibt. Genau. Und könnte sogar mitzählen, wenn man den Spaß dran hat. Wenn man das möchte, ja. Ja, genau. Das möchte oder kann. Genau. Zu Spielbeginn bekommt dann jeder Spieler, das ist auch Spieleranzahl unabhängig, 6 Handkarten auf die Hand. Also die restlichen Perlenkarten werden dann gemischt. Jeder Spieler bekommt 6 Handkarten auf die Hand. Dann gibt es hier noch eine offene Auslage von 6 Perlenkarten. Die ist auch Spieleranzahl unabhängig. Und dann haben wir hier unseren Nachziehstapel. Das Spiel endet, wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und der Spieler, der das Spielende eingeleitet hat, ist dann nochmal dran und alle anderen Spieler sind auch noch einmal dran. Genau, dann gibt es noch ein anderes Spielende, wenn alle von den Halskarten, Halsperlenkarten, Halsketten, wo wir hier gerade beim Kartenspiel sind. Ist noch zu früh am Morgen. Definitiv. Also wenn alle von den Halsketten hier auch gekauft worden sind, abgeräumt worden sind, eingetauscht worden sind, wie auch immer man es beziffern will, wenn die alle weg sind, dann ist das Spiel auch zu Ende, wird auch noch einmal durchgespielt. Der das Spielende eingeleitet hat, ist dann noch ein letztes Mal dran. Genau, und vom Spielprinzip ist es eigentlich ganz einfach. Man hat 2 Aktionen zur Auswahl. Von diesen beiden Aktionen muss man immer eine Aktion machen. Entweder man nimmt Karten auf aus der offenen Auslage, niemals vom Nachziehstapel, sondern immer nur aus der offenen Auflage, oder man legt Karten ab. So, und was machen wir jetzt beim Aufnehmen? Beim Aufnehmen. Man nimmt, entscheidet sich halt eben für irgendeine Farbe, sag ich jetzt einfach mal, für eine Art, muss dann aber auch alle nehmen. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für die Joker entscheide, muss ich alle schwarzen Joker nehmen, also alle 3 auf einmal. Wären jetzt hier zum Beispiel 2 rote Einer, müsste ich beide rote Einer nehmen. Ansonsten nehme ich bloß eine von den Karten. Wichtig ist, man hat ein Handkartenlimit, das begrenzt es auf 10 Karten. Genau. Das heißt also, wenn ich angenommen 8 Karten habe, kann ich mir diese Joker gar nicht nehmen, weil ich dann auf 11 kommen würde. Und ich darf es auch nicht reduzieren, dass ich sage, ich habe ein Handkartenlimit 10, 8 Karten habe ich, ich nehme jetzt 2, um es aufzufüllen. Das geht nicht. Also man muss wirklich von einer Farbe alle abräumen, die ausliegen. Und darf dabei das Handkartenlimit von 10 nicht überschreiten. Genau, und wenn man die Karten genommen hat, dann wird sofort nachgefüllt. So, und die zweite Aktionsmöglichkeit, die man hat, ist Karten ablegen. Dazu nimmt man aus seiner Kartenhand eine beliebige Anzahl gleichfarbiger Karten. Das heißt, die müssen alle die gleiche Farbe haben. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel meine 4 Einser ablegen, könnte aber auch den Joker dazulegen. Das heißt, der Joker kann zu einer beliebigen Farbe dazugezählt werden. Das ist jetzt anders, als wenn wir jetzt Karten aufnehmen. Beim Aufnehmen haben wir ja gesagt, wir dürfen nur Karten einer Farbe aufnehmen. Dafür zählen Joker jetzt auch als eigenständige Farbe beim Aufnehmen. Beim Ablegen dürfen die Joker zu einer beliebigen Farbe auch in beliebiger Anzahl hinzugefügt werden und erhöhen dann so die Anzahl der Karten, die ich in dieser Farbe ablege. Das heißt, ich könnte jetzt entweder 4 rote Einser ablegen oder mit dem Joker hätte ich dann insgesamt 5 rote Einser. So, und dann könnte ich, wenn ich ablege, noch schauen, ob ich vielleicht eine Karte mit einer Halskette bekommen kann. Und zwar in derselben
ja, Wertigkeit, wie dann die Anzahl meiner Karten entspricht. Das heißt, ich habe jetzt hier 5 Karten in dem Moment. Das heißt, ich könnte die Halskette mit dem Wert 5 dann bekommen. Die ist dann auch weg. Das heißt, wenn es die dann mal nicht mehr gibt und ich lege 5 Karten ab, dann kann ich nicht sagen, ich nehme die 4er-Karte. Nein, die Karten, die ich ablege, muss genau die Anzahl haben wie die Halskettenkarte, die ich mir dann gerne nehmen möchte. Und wenn die Karten weg sind, sind sie weg. Also wer als erster zuschlägt oder die als erster sich nehmen kann, der ist natürlich dann in dem Moment dann besser dran. Und am Ende ist es dann so, wir legen die Karten dann verdeckt vor uns ab, wenn wir sie ausgespielt haben. Im nächsten Zug kann ich dann entweder wieder nachziehen oder ich kann wieder Karten ausspielen. Und am Spielende ist es so, es werden alle Werte auf den Karten gezählt. Das jetzt momentan hätte ich jetzt 4 Punkte. Wenn ich jetzt die Halskette noch dazu hätte, hätte ich dann jetzt 9 Punkte. Das heißt, man zählt dann wirklich alle Augen auf den Karten zusammen. Und wer dann die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. Ja, beziehungsweise wenn jemand noch Handkarten hat, die er nicht ablegen konnte bis dato, die werden in Abzug gebracht. Das heißt also, wenn ich alles gespielt habe und ich hätte jetzt zum Beispiel als letzte Hand nur noch die 2 Karten, dann wären das minus 8 Punkte. Das tut schon ein bisschen weh. Genau, richtig. Also man muss schon drauf achten. Das heißt, wenn das Spielende eingeläutet ist, dann darf man nachher auch gar nicht mehr in der letzten Runde, darf man auch keine Karten mehr aufnehmen, dann darf man nur noch ausspielen. Das sollte man dann auch tunlichst tun. Denn wie Christian schon sagte, wenn man am Spielende, wenn das Spiel vorbei ist, noch Handkarten auf der Hand hat, die Handkarten zählen dann als Minuspunkte. Die Karten, die vor einem abgelegt worden sind, unser Wertungsstapel quasi, der zählt als Pluspunkte dann. Genau, und die Differenz aus beiden, das ist dann nachher der Endstand und dann muss man einfach schauen, wer gewonnen hat. Genau, und dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen, dass wir einmal eine Runde spielen. Ja, dann fangen wir mal an. Ich fange an? Ja. Okay, dann würde ich jetzt sogar als erstes gleich einmal die 4 Einser ablegen. Das heißt, ich bekomme einmal die 4er Halskettenkarte, hoppala. So, die lege ich dann einmal von mir ab, die Karten. Und dann ist Christian schon dran. Jo, ich nehme mal die 5. Du nimmst dir die 5. Dann nehme ich mir doch mal die beiden Einser hier. Hui, okay. Gut, dann spiele ich auch mal aus. Ich habe jetzt hier 4 Einser und einen Joker dazu. Das sind dann entsprechend 5. Werden verdeckt abgelegt und ich kriege die Halskartenkette, wie auch immer, mit der 5 drauf. Ich kann mir dieses Zungenbrecherwort. Ich nehme jetzt einfach mal die Joker hier auf. Ach, so viele haben, das sind 4 Stück. Ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten auf der Hand. Ich darf die alle haben. Ich nehme die 2. Zweier. So, und da ich ja insgesamt 8 Karten haben darf, ich gerade eben... Oh, schade, das ist da noch eine rote 10 darfst du haben. Jetzt, ja, 10 Karten haben darf und 8 habe. Schade, gerade eben lagen noch 2 rote Einser, da ist leider eine dazugekommen. Das heißt, jetzt darf ich die 1 leider nicht nehmen, die ich eigentlich gerne genommen hätte, weil ich damit über 10 kommen würde. Das heißt, ich lege jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten ab. Das sind jetzt erstmal nur 2 Punkte, weil ich so viele Joker dazugelegt habe, aber ich bekomme die Halskette mit den 7 Punkten. Die lege ich mir dann mal dazu und das war schon wieder mein Zug. Und das ist auch ganz schlimm beim Spiel. Also man zuckt immer diesen Nachziehstapel, dass man dann, wenn man hat was hingelegt, man will dann davon verdeckt vielleicht nachziehen. Da muss man echt aufpassen. Also aus Macht der Gewohnheit haben wir schon häufiger die Hand drauf gehabt. Gefährliche Geschichte. Ich nehme mir nochmal so eine blaue Geschichte hier. Okay. Oh, da kann ich nicht widerstehen. Ich nehme mir mal die 4 Einser. Eine 5 wieder. Das spielt die ja voll in die Karten, ne? Aber sowas von. Dann nehme ich mal, die 2 Dreier lächeln mich ja auch an, ne? So, ich spiele die 2 Fünfer aus. Die bringen mir jetzt hier Halskettenkartenmäßig gar nichts, aber es sind 10 Punkte und das ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist schon mal nicht übel. So, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten. Schade, ich kann die Joker nicht nehmen, aber ich nehme mal den einen Einer. Ich nehme den. So, und ich werde jetzt mal, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe hier 5 Einerkarten. Das heißt, ich bekomme die letzte Halskette in Wertigkeit 5, 5. Das ist schon mal sehr schön. Dann nehme ich mir die Joker. Dann nimmst du dir die ganzen Joker auf die Hand. Gehen wir hier mal wieder nach. Oh, das sind aber viele Joker. Also man sieht vom Mischen her, da muss man echt, also ja, man auch gerade wenn man das Spiel das erste Mal ausgepackt hat, sollte man gründlichst mischen. Sonst hat man am Anfang sehr viele gleiche Karten ausliegen. So, ich habe jetzt insgesamt 9. 5 Zweier und 4 Joker macht 9 insgesamt. Nicht das heißt, ich kriege die 9er Halskette. Ich nehme mir jetzt mal, und du hast gar keine Karten mehr, ich ne? Ich habe keine Karten mehr. Jetzt kann ich wieder ganz frisch anfangen und richtig zuschlagen. Und das mache ich auch. Ich nehme die 3 hier. Und man hätte jetzt natürlich immer mitrechnen können, so wie viel Fünfer sind noch draußen, wie viel Dreier sind noch draußen und so weiter.
Ich mach's nicht. Ich meine, ich weiß, es sind noch 2 Fünfer draußen, aber das war's auch. Sag mal, wie viele Handkarten hast du da eigentlich? 9. Ist das wirklich wahr? Ja, das sieht so verdammt viel aus, was du da hast. 6, 7, 8, 9. Ich habe 9 Karten auf der Hand. Und weißt du was? Jetzt nehme ich mir sogar noch eine 10. Karte. Krasse Geschichte. Krass, ne? Total krasse Geschichte. Ich nehme die 2 Joker. So, und wir kommen langsam auch in den Bereich, wo gleich nicht mehr so viel da ist. Ja, und von daher sollte man tunlichst abwerfen, nicht, dass man so viele Minuspunkte hat. Das Spielende kommt schneller, als man denkt. Und deswegen werfen wir jetzt mal hier 6 Dreier ab. Das ist richtig. Oh, warte mal, die darf ich ja verdeckt hinlegen, die Dreier. Da kommt ja jeder andere drauf, ist ja gut. Ja, ist genau, ist eigentlich egal. So. Ich nehme die 5. Du nimmst dir die 5. So, ich muss gerade mal ganz kurz überlegen. Ich werde einmal die 5 abwerfen. Ich möchte die nachher nicht als Minuspunkte haben. Das mache ich auch. Aha. Und dann nehme ich mir hier nochmal die 4 Einser. Das könnte... So, ich glaube, das reicht noch. Ich glaube, es reicht noch. Nein, er ist aufgebraucht. Oh, das heißt, Christian hat das... ist noch einmal dran. Genau, das heißt, nee, ich habe jetzt das Spiel ausgelöst. Du hast das Spiel drin. Ich bin noch einmal dran, du bist noch einmal dran. Genau. Das, man kann auch nur ablegen. Aber zum Glück habe ich hier noch ein bisschen was. 2, 4, 7... 2, 4, 6, 7, genau, 7 Stück insgesamt. Das heißt, einmal ablegen und einmal die Karte. Wie schade, ich hätte nämlich auch genau 7, aber bei mir ist nicht so schlimm. Ich kann noch ein weniger machen. Genau, ich kann noch ein weniger machen. Das heißt, ich bekomme noch die 6er und das ist jetzt ja ein Joker. Das heißt, der ist mit 0 Punkten. Das heißt, der bringt mir zum Glück auch keine Minuspunkte. Und dann zählen wir einmal unsere Punkte zusammen. So, ich komme insgesamt auf 66 Punkte. Das ist ein Mist, ich habe nur 60. Ah, okay. Dann fängst du mal mit dem Fazit an. Ja, das mache ich doch gerne. Also wir haben uns das Spiel ja in Nürnberg auf der Spielwarenmesse mal zeigen lassen und da hörte sich das für mich schon mal total interessant an und deswegen war ich hier in Kiel, als ich wieder gearbeitet habe, dann auch mal bei unserem örtlichen Händler, der immer schöne Spiele hat und auch immer viele Neuheiten auch schon mit dabei hat und da habe ich gedacht, nehme ich Pearls so einfach mal mit 5 für 7,99 €, kann man auch nicht so viel falsch machen. Richtig. Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein Gelegenheitsspielerspiel, ist auf jeden Fall ein Familienspiel, es ist schnell erlernbar, die Anleitung ist sehr gut geschrieben, man kommt sehr schnell rein, es bleiben keine Fragen offen, es spielt sich flüssig, es spielt sich flott, die Spielzeit mit circa 15 Minuten, das kommt auch gut hin, wir haben meistens sogar drunter gespielt, also zu zweit, wir haben es jetzt zu zweit und zu viert gespielt bisher, es spielt sich sowohl zu zweit sehr gut, aber auch zu viert sehr gut. Zu viert muss man sagen, da ist natürlich der Durchlauf dieser Halskettenkarten noch ein bisschen höher. Da war es sogar so, dass wir da auch mal dadurch dann das Spielende ausgelöst haben. Im Spiel zu zweit war es dann häufiger doch, dass es der Nachziehstapel dann war, der schneller leer war. Was wir noch nicht ausprobiert haben, ist jetzt diese längere Version. Man könnte auch, wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, könnte man auch auf das Aussortieren von Karten verzichten und einfach mit allen Karten spielen. Das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Ich denke mal, es wird vom Spielgefühl aber nicht viel anders sein, als dass man ein bisschen länger spielt und dann vielleicht eher die Halskettenkarten auch das Spielende auslösen, als dann der Nachziehstapel, weil man einfach mehr Karten im Spiel hat und mehr Halsketten dann auch bekommen kann. Wie gesagt, es spielt sich zu zweit gut, es spielt sich aber auch zu viert gut. Also wir haben es gerade gestern nochmal zu viert gespielt, ein paar Mal. Hat echt Spaß gemacht. So ein paar Runden hintereinander. Es ist dann auch nicht bei einer Runde geblieben. Es macht dann auch Spaß, wenn man 2, 3 Runden hintereinander wegspielt. Ist ein schönes Spiel, so für zwischendurch oder auch vielleicht mal so einfach als Absacker. Man kann es auch super gut in Urlaub mitnehmen. Also von daher, mir gefällt das Spiel gut. Was ich einen ganz interessanten Aspekt finde, sind diese Minuskarten, die man am Ende des Spiels auch noch bekommen kann, die auf der Hand sind. Also ich habe schon 1, 2 Mal gehabt, da musste man gucken im Spiel zu zweit, oha, der Kartenstapel ist fast leer. Sieh mal noch zu, weil man ist auch gerne so, die Karten, man sammelt ja gerne. Can-Stop-Mechanismus. Ja, genau, so ein Can-Stop-Mechanismus. Das ist ja erstmal ein Kartensammelspiel letztendlich. Man sammelt die Karten, um sie dann auszuspielen, um dann vielleicht auch noch diese Bonuskarten, diese Handkarten dann zu bekommen. Die 9er-Karte ist natürlich schon recht schwierig, weil man darf ja nur 10 Karten auf der Hand haben. Von daher darf ja maximal eine Karte dann eine andere Farbe haben. Die anderen Karten sollten dann dieselbe Farbe haben oder vielleicht Joker-Karten sein. Das ist schon nicht ganz so einfach, diese 9er-Karte zu bekommen. Ist aber auf jeden Fall möglich. Aber wie gesagt, man sollte dieses Spielende nicht ganz außer Acht lassen. Ich weiß auch so, die ersten 2 Spiele, da hat es mich manchmal so ein bisschen erwischt. Da war mit einmal der Nachziehstapel leer. Und es ist dann ja so, man darf dann ja auch keine Karten mehr nachziehen, wenn das Spielende eingeläutet wurde. Ist ja aber auch logisch, braucht man ja auch nicht mehr, weil man kann sie ja eh nicht mehr abwerfen. Und dann ist ja jeder Spieler nochmal einmal dran, inklusive des Spielers, der das Spielende eingeleitet hat. Und wenn man dann nur noch einmal abwerfen kann und dann vielleicht durch Unglück noch, ich sag mal, andere farbige Karten auch noch auf der Hand hat, die man nicht mit abwerfen kann, dann gibt es halt Minuspunkte. Also da muss man schon drauf gucken. Das ist so ein kleiner, netter Kniff am Spielende. Aber ansonsten, es ist halt wirklich ein kleines, nettes Familienspiel. Ein sehr einfaches Spiel. Das ist jetzt nicht groß mit Taktik verbunden. Man sammelt, man weiß ja auch nicht, welche Karten kommen in welcher Häufigkeit hoch, welche Karten nehmen einen die Mitspieler vorher weg.
je mehr Spieler man spielt, umso, sag ich mal, weniger ist dann ja auch die Kartenauslage, dass man da vielleicht das bekommt, was man vielleicht haben möchte. Weil umso mehr tauscht sich das dann ja auch durch, bis man letztendlich dann wieder dran ist. Und mehr Spieler greifen ja auch dann darauf zu, auf die Kartenauslage. Ist aber wirklich schön gespielt, macht mir wirklich Spaß, wirklich ein schönes, kleines Kartenspiel, gefällt mir sehr gut und bekommt daher von mir 8 Punkte. Gut, dann mache ich mal kurz weiter. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Also das ist wirklich sehr, sehr ausführlich gewesen. Dem stimme ich auch so zu. Wobei ich finde schon taktisch, man muss schon immer, also ich habe es zumindest so gemacht, abwägen, bringt es mir jetzt wirklich so auf die Einer plus Joker zu gehen oder Aber also du bist zum auch Beispiel eher der auch. taktische Spieler bei uns. Ich bin eigentlich eher so mehr so der Bauchspieler. Ja, genau. Deshalb, also man kann das so ein bisschen taktisch schon spielen, dass ich einfach abwäge, so, okay, ich habe hier grundmäßig wenig Punkte, weil es nur 1er und 0er sind, aber ich kriege eben eine Halskette, die dann eben 8 zum Beispiel wert ist. Oder im Umkehrschluss gehe ich eher so auf die 3er oder die 5er, die halt eben selber dann vielleicht keine Halskettenkarte bringen, also keine Zusatzpunkte, Da muss man aber aber auch Glück hier. haben, sag ich mal. Ich hatte jetzt gerade in dem Spiel Glück, dass ich auf einmal 6 auf die Hand bekommen habe. Wenn die hochkommen und du greifst sie mir vorher weg, ne? Da ist auch Glück immer noch mit dabei, dass Klar, man die genau, Karten überhaupt das dann wollte ich gerade kriegt. sagen. Also wenn halt eben bei diesen höherwertigen Karten gibt es halt eben nicht so viele. Zocke ich da, behalte ich die so als Stock erstmal auf der Hand und warte ab, dass ich da vielleicht doch vielleicht 4, 5 kriege, um hier dann doch noch die Halskette zu erwischen, die dann aber vielleicht von anderen Spielern weggekauft worden ist. Also man kann da schon ein bisschen grübeln, aber Downtime ist echt null vorhanden. Also Nee. man hat seine Hand, man sieht, was da ist und man hat echt nur das Abwägen, okay, ich lege meine Karten hin, kassiere vielleicht noch eine Halskette, ja, nein. Und ansonsten nehme ich halt eben eine Farbe auf und fülle meine Kartenhand auf. Also das ist wirklich zügig runtergespielt. Da hat auch im Vier-Personen-Spiel bei uns echt keiner gegrübelt nachgedacht, was er denn jetzt großartig taktisch noch machen muss. Im Zwei-Personen-Spiel hatten wir auch null Downtime gefühlt. Gar Ne? nicht. Hat Das man war ja gerade eben voll, auch gesehen im ja, Let's Play, das das zog geht ja sich einmal total runter, flott. genau. Und das ist echt ein schönes Spiel. Grafisch, ja, braucht es nichts. Ne? Also das sind halt eben immer hier auch die gleichen Austern mit Perlen. den Perlen drin, im Hintergrund halt eben andere Farben. Reicht vollkommen aus. Man kann sie unterscheiden, die verschiedenen Karten. Die Zahlen sind groß. Ist alles sehr überschaubar, von daher ist es für mich vollkommen, für so ein Spiel vollkommen ausreichend. Und ich sehe es genau wie du. Ich finde, es ist ein schönes Spiel, das echt Spaß macht, sich sauber runterspielt, keine Fehler macht. Sehr gutes Spiel. 8 Punkte. Wunderbar, dann sind wir uns ja einig. Dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das, was wir hier machen, gefällt, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder uns auch einen Daumen hoch gebt oder schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und ansonsten wünschen wir euch ganz viel Spaß bei dem, was ihr gerade spielt oder vielleicht als nächstes spielen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!